Hallo, mein Name ist Uffe Hansen, an meiner Seite der RH750 Bassverstärker. In diesem Video gibt es einen kurzen Überblick über die Main Features des 750. Wollt ihr mehr Details über die besonderen Features, so checkt die weiteren Videos online. Der RH750 basiert auf unserem Bassverstärker 2.0-Konzept. Das heißt, ihr findet hier alle Features, die ihr auch sonst von einem herkömmlichen Amp kennt. Zusätzlich gibt es aber ein paar extra Tweaks, die normalerweise nicht an Bassverstärkern zu finden sind. Seine tonalen Möglichkeiten, der eingebaute chromatische Tuner und die drei Presets, die ihr nach Lust und Laune speichern und wieder aufrufen könnt. Aber lasst uns das Frontpanel mal genauer anschauen. Und ich bin mir sicher, ihr versteht, was ich meine. Der Preamp des 750 basiert auf unserem Kronjuwel, dem Blacksmith. Wenn ihr mit diesem Bassverstärker vertraut seid, kennt ihr ja schon das Konzept und wisst, was ich euch hier erklären möchte. Hier auf der linken Seite sitzt der Instrumenteneingang. Er ist sowohl für passive als auch für aktive Pickups ausgelegt. Er hat genug Gain, um mit jedem Bass zurechtzukommen. Neben der Gain-Sektion des Amps sitzen die vier Tone-Controls. Diese sehen wie ganz gewöhnliche Regler aus, die ihr sonst von herkömmlichen Bassverstärkern kennt. Aber wenn ihr den Shift-Button drückt, wird jedes der vier Bänder auch zu einem semiparametrischen EQ. Das heißt, ihr könnt genau bestimmen, wo die Einstellungen der Tone-Control in eurem Bass-Sound greifen. Mehr Informationen dazu gibt es im Tone-Control-Video online. Hier über der Tone Control haben wir den eingebauten chromatischen Tuner. Er zeigt dir direkt an, ob du in Stimmung bist oder nicht. Du weißt quasi auf einen Blick immer direkt, was los ist. Und wenn du dann noch den Mute-Button drückst, zeigt dir der Bassknopf noch mehr Tuner-Informationen an. Das ist unser chromatischer Tuner. Next to the Tone Controls. Neben der Tone Control auf der rechten Seite gibt es SpectraComp. SpectraComp haben wir damals für den RH450 entwickelt und findet sich auf allen unseren Amps wieder. Im Grunde ist es ein Dreiband-Kompressor, der die Höhen, Mitten und Tiefen unabhängig regelt. In der Praxis gibt er deinem Sound eine transparente Kompression und verhilft dir zu einer Snappiness, die deinen Sound verdichtet, ohne die Dynamik zu killen. Wie du weißt, tun das sonst viele andere Kompressoren mit deinem Sound. Genau das ist SpectraComp. Neben dem SpectraComp-Regler haben wir den TubeTone. TubeTone ist auch etwas, das wir dem RH450 entliehen haben. TubeTone ist eine Rekreation einer Vorstufen- und Endstufensektion eines Vollröhren-Amps. Alle Charakteristiken, die ihr sonst von Röhren-Amps kennt, sind hier verfügbar, bis hin zu Overdrive-Sounds. Das ist ein wirklich sehr, sehr kraftvoller Knopf. Das ist TubeTone. Wenn ihr den Shift-Button drückt, haben wir unter dem SpectraComp den Tweeter-Tone. Tweeter-Tone ist im Grunde eine intelligente Version einer Tweeter-Control, die ihr sonst auf Rückseiten gewöhnlicher Bass-Amps findet. Kurz gesagt haben wir versucht, den Knopf von der Rückseite des Cabinets auf das Frontpanel des Amps zu bringen, um euch exakte Kontrolle darüber zu geben, wie viel High-End ihr eurem Sound beimischen wollt. Das ist Tweeter-Tone. Schlussendlich haben wir hier die drei Presets. Sie erlauben dir, deinen Sound zu speichern, ganz egal, was du mit der Tone Control, SpectraComp oder TubeTone eingewählt hast. Einfach eine Sekunde lang drücken. Wenn es blinkt, ist alles gespeichert. Jetzt kann ich zum Beispiel einen anderen Sound einstellen und mit einem Knopfdruck zu meinen gespeicherten Einstellungen zurückkehren. Ein extrem wichtiges Feature ist natürlich auch, dass der RH750 mit dem RC4-Fußschalter voll kompatibel ist. Und zum Ende haben wir hier den Master-Level-Knopf, der es dir erlaubt, die 750 Watt, die der Amp produziert, zu kontrollieren. Das war der kurze Überblick über den RH750.